Flug verpasst. Das sind die wahren Ehrenmänner. Seine Belohnung ist unbeschreiblich. Oh mein Gott, ey Bruder. Du siehst aus wie jemand, mit dem ich keine Probleme haben möchte. Das ist militärischer Panzerstahl. Militärischer Panzerstahl. Deine Brust zurück. Abonniert den Channel. Assalamu alaikum. So Leute, Flug verpasst. Wir standen sehr lange am Check-in, einen Kinderwagen abgeben und so weiter und so fort. Am Ende meinte die Dame, der Flug geht in 25 Minuten. Das schafft ihr nicht mehr. Alhamdulillah, wir haben eine kostenlose Umbuchung bekommen. Nach viel hin und her. Es war nicht unser Schicksal, heute zu fahren. Es sollte heute nicht sein. Egal warum, wir akzeptieren unser Schicksal. Inshallah sind wir morgen in Bosnien, weg aus dieser regnerischen Stadt hier. So Leute, zweiter Versuch. Inshallah schaffen wir es heute. Macht Dua für uns. Das ist mein fünfter Versuch, ein Video zu drehen. Ich werde jedes Mal aufgehalten. Gerade kam Security und meinte, ey, Handy runter. Alhamdulillah, heute sehr gut geklappt. Der Khair hat sich heute gezeigt. Unser Moja-Fahrer war in Afghanistan. Wir haben uns sehr schön mit ihm unterhalten. Am Flughafen angekommen haben wir, weil der Flug überbucht ist, durften wir unser Gepäck umsonst abgeben. Ja, wir haben in unserem Ticket keine Gepäckabgabe gehabt. Diesmal durften wir es umsonst abgeben. Also es fühlt sich alles sehr gut an. Das wird inshallah eine gute Reise. Security checkt gerade auch noch. Die checken bei mir immer noch mal ganz penetrant. Die Bartlänge macht das aus, Leute. Die Bartlänge ist sehr wichtig. Umso länger die Security Check dauert. Ich traue mich jetzt noch einmal kurz das Handy hochzuheben. Okay, ich habe es geschafft. Wenn man mit der Familie unterwegs ist und Kinderwagen, hat man immer Priority Boarding. Das heißt, du kommst vorher in den Flugzeug, vorher in das Flugzeug. Schau in den Himmel und dann sag mir, was du siehst. Siehst du Zufall oder Perfect Creation? So Leute, jetzt in Wien angekommen und der Weiterflug nach Sarajevo geht in einer Stunde. Ich muss einmal diesen Sessel benutzen. Also Fazit, das ist nicht so gut, wie man denkt. Manchmal tut das sogar mehr weh als gut. Achijan, folg mir nach Darussalam, denn Scheitan will, dass du runtergehst. Dass du runtergehst. Schwester Herz, bis nach Darul Akhira. Ja, ich bitte, dass wir uns dort sehen. Alhamdulillah, endlich angekommen. Ich will euch gar nicht zu viel hier vom Hotel zeigen. Das interessiert auch keinen. Guck mal im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Es war ein richtig starker Donner. Es hat genau als wir angekommen sind, angefangen zu stürmen. Inshallah sind wir morgen in Bosnien. Weg aus dieser regnerischen Stadt hier. Es regnet in Strömen. Kompletter Monsun. Was ist das für ein cooles Teil? Allahu Akbar, Allah. Assalamu alaikum. Ich bin hier mit dem Bruder Emir Can. Wir kennen uns schon sehr lange aus Instagram und schicksalshafterweise haben wir uns heute getroffen. Die geduldig sind auf dem Weg Allahs. Und Geduld ist etwas, was man in einer Organisation immer mitbringen muss. Aber schaut, dass ihr die Waage, die Sahne. Also, was ist heute geplant? Deine Brust, Rücken. Frage ist, was macht Red Lion? Heute Schulterentscheidung. Jedes Wort, das du hier sagst, jeder Ort, an dem du warst, wird Zeuge über dich sein, wenn dein Schöpfer dich befragt. Es wird Zeit, dass du verstehst, du bist auf dem falschen Weg, lass den Kindergarten sein, noch ist es nicht zu spät. Wie läuft's, alles gut? Viel Spaß noch, ja. Wie lange geht das noch weiter? Wie lange willst du das hier tun? Wie lange willst du dich verkleiden und entgleisen für den Ruhm? Keine Zweifel, hör mir zu, diese Reise ist ein Fluch. Um die Freiheit zu erreichen, braucht es nur einen zu Jude. Wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Oder seid ihr nur geblendet vom Ruhm? Wacht endlich auf und hört zu, alle eure Taten stehen in einem Buch. Wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Oder seid ihr nur geblendet vom Ruhm? Alhamdulillah, die Hälfte des Trainings ist durch. Bruder Seltasch, was machst du gerade? Das sind Bandagen, damit die Gelenke das auch aushalten. Wichtig, Leute, schützt eure Handgelenke. Wie sieht's aus? Wie lange bist du schon dabei? 40 Minuten erledigt, ganz normales Tempo, auf unter 100 Kilo kommen. Sehr gut. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist 100 Kilo halten. Möge Allah dir helfen, Bruder. Danke, du schaffst es. Du schaffst es. Ihr wisst doch Bescheid, was Seltasch gerade hört. Das ist für den Pump, Leute.
Das war der Red Lion Effekt. Das war der Red Lion Effekt. Ich brauch dich in Österreich. Oder? Wie wichtig ist Fitness für den Dauerträger? Der Prophet Ali Salatu Wasalam, der stärkere Gläubige ist besser als der schwächere Gläubige, aber in beidem ist Khair. Wenn der Islam dich nicht zum Besseren transformiert, das ist sehr, sehr wichtig. Was ist dann der Islam? Wenn das nur Wissen ist, aber dich nicht zu einer Transformation führt, dann ist es einfach nur leeres Gerede. Und das betrifft auch die körperliche Fitness. Wenn Menschen sehen, hey, schau mal, dieser Islam tut ihm gut. Finanziell, familiär, körperlich, mental. Das färbt ab auf andere, wenn du im Gespräch bist. Und ich denke, das ist immens wichtig. Seht ihr den Schweiß? Das ist der Siegerschweiß. Das ist der Schweiß des Triumphes. Diese Dunja ist wie ein Schatten. Assalamu alaikum, Leute. Heute ist Tag 2 von der Konferenz und heute geht's auch richtig los. Wir sind wie immer gespannt. Mir fällt kein anderes Wort ein, kein anderer Satz ein. Schreibt mal in die Kommentare, was ich sagen soll statt. Wir sind gespannt. Bleibt gespannt. Seid gespannt. Assalamu alaikum. Alaikumussalam. Du siehst aus wie jemand, mit dem ich keine Probleme haben möchte. Du wirst auch mit mir keine Probleme haben. Inshallah nicht. Ich werde dir nur helfen, deine Probleme zu lösen. Ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, mashallah. Assalamu alaikum. Alaikumussalam, herzlich willkommen. Vielen Dank, mein Bruder. Gerne. Eine Falle des Shaitans ist, wo viele Leute leider reinfallen, gerade viele Muslime, die sich in die Geschäftswelt begeben. Es gibt manche Leute, die behaupten oder sie sagen, wenn Allah mir Reichtum gibt, dann werde ich wahrlich Sadaqa geben und ich werde zu den Rechtschaffenen gehören. Als Allah SWT ihnen es dann gegeben hat, dann sind sie geizig gewesen und haben sich abgewendet. Sie haben sich abgewendet von der Religion, sie haben sich für das Reichtum entschieden. Sie haben sich abgewendet, khalas, sie sind jetzt dem Weg des Shaitans gefolgt. Jetzt kommt die Konsequenz. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Wird Allah SWT ihnen Heuchelei in ihr Herz gesetzt, bis zu dem Tag, an dem sie ihn treffen. Dafür, dass sie sich nicht an ihr Versprechen gehalten haben und dafür, dass sie gelogen haben. Das bedeutet, die Sache ist schon gefährlich, aus der religiösen Sicht. Assalamu alaikum Mustafa. Wa alaikum salam. Was geht ab, Bruder? Da bist du auch heute angekommen, ne? Genau, heute Nacht bin ich angekommen. Super, super, freut mich. Ein Mann, der vertrauenswürdig ist. Ein Muslim fällt mit der Wahrheit, bevor er mit der Lüge steigt. Ein Muslim ist jemand, der selbstbewusst ist. Jetzt haben wir 2 Stunden Pause, es waren schon einige Speaker auf der Bühne. Das Wichtige ist, hier wird nichts verkauft, hier werden keine komischen Business-Erfolgsversprechen gegeben wie auf anderen Events. Wenn du hier bist, dann wirst du verstehen, worum es geht. Perfekt für Muslime. Ich kann dir nur empfehlen, komm hierher. Wie oft muss ich es noch sagen? Wie oft muss ich noch sagen, dass du hierher kommen sollst? Assalamu alaikum, Amir. Ich sehe, du bist wieder durchgeschwitzt, warst wieder auf dem Laufband, ne? In meinem Leben habe ich immer Gewichtsschwankungen. Ich war mal bei 145, dann bei 100, jetzt bin ich bei 120. Ich habe nie Konstanz reingebracht. Mhm. Die erste Phase, Dokumentation deiner Essgewohnheiten. Und dann möchte ich mit 15 Kilo weniger hier stehen. Der Körper ist eine Nirma von Allah. Ach, ja. Er hat ihn mir geschenkt. Ich kann nicht jetzt einfach so leben, sterben und mich nicht drum kümmern. Und wir, Allah dir helfen, wir sind gespannt, weil dieser Vlog wird inshallah zum nächsten Jahr auch noch online bleiben. Geil. Wir können dann schauen, ob du das Ziel erreicht hast. Er sollte versuchen, damit die Botschaft des Islams auf eine ansprechende Art und Weise, aber professionell auch nach vorne zu bringen, weil ihr werdet sehen, wie viele Menschen ihr damit erreichen werdet. Ja, Interpol, hier ist er. Aleikum salam. Hier ist er, Interpol. Mein Bruder, was hast du da? Ein Geschenk für jemanden. Heute werden diese Brüder hier beschossen mit scharfer Munition. Bruder, wie viel wiegt das? 20 Kilo. Was ist das hier? Bulletproof? Das ist militärischer Panzerstahl. Militärischer Panzerstahl? Chef Tarek, was sagst du dazu? Kein Kommentar. So, Assalamu alaikum, der letzte Tag ist durch. Es war eine Top-Konferenz. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe nicht so viel aufgenommen. Ich habe es einfach genossen. Ich stand da jedes Mal, ich denke, wow, das hätte ich gerade aufnehmen sollen. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe die Kamera viel zu selten gezückt. Da ist ein Bruder, Emir Can, er und ich kennen uns bestimmt schon seit 2 Jahren oder so aus Instagram. Und der Bruder fragt mich seit heute Morgen, Bruder, lass uns trainieren, lass uns trainieren. Es ist jetzt 23 Uhr, Fitness Center im Hotel ist leider zu. Dann meinten wir, okay, komm, lass uns draußen trainieren. Und jetzt trainieren wir draußen. Mein Bruder, wie war der letzte Tag? Es war wirklich ein Meeting auf nächstem Niveau. Die Gebete, vor allem diese Gebete. Ja. Das letzte Gebet, wo wir explizit auf den Khushu eingegangen sind,
einer der schönsten Gebiete. Alhamdulillah. Bis dann, inshallah. Abonniert den Channel. Assalamu alaikum. Hey, da bist du doch. Let's go, Bruder. Let's go. Let's go. Das ist der Bruder Emir Can. Und der Bruder seit heute Morgen hartnäckig dabei, mich zum Training zu bringen. Let's go. Wir gehen einfach draußen trainieren, weil Fitnesscenter ist leider zu. Bruder, irgendwo, wo man einfach ein bisschen die Beine erhöhen kann, Liegestütze machen kann. Schade, dass das Fitnesscenter schon zu ist. Ja, Schwimmen ist zwar auf, bisschen Bahnschwimmen und so tut auch immer sehr gut für die Brust, für den Rücken. Aber der Bruder hat keine passende Badehose dabei, also meinten wir Khair. Dann nicht. Okay, wir trainieren einfach hier bei diesem überdimensionalen. Der sieht aus wie von Kinderschokolade, ja? Ist doch dieses Kinderschokolade-Maskottchen. Meinst du nicht? Kinderbon? Kinderschokobon, ne? Ja, ja, stimmt, Kinderschokobon. Aufwärmen, sehr wichtig. Wie lange machst du schon regelmäßig Sport, Bruder? Bruder, eigentlich seit ich 17 bin. Jetzt aktiv wirklich wieder so seit 5 Wochen. Aber wirklich aktiv, also jeden zweiten Tag, ne? Ein Tag Training, ein Tag Pause. Muss sein, Bruder. Sehr schön. Er macht die Technik mit den Händen nach außen. Sehr stark. Seht ihr den Trizeps? Das ist die geballte Power, Bruder, der Türkei. 12, 10, 8. Okay. Ich weiß ja, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Afghan Power, let's go. 1, 2, inshallah. Ging gut. 2, 3, 4. Leute, ihr wisst, egal wo ihr seid, trainiert. Stärkt den Körper. Der Körper ist eine Amana. Sehr schön. Sehr schön. Mashallah. Aber irgendwie scheint mir das zu einfach, Bruder. Das ist schon einfach, aber am Ende kommt so ein bisschen der Schmerz im Trizeps, merke ich. Ganz am Ende kommt der. Boah, das sieht schon fresh aus hier mit den Lichtern. Das sieht schon krass aus. Komm mal her. Willkommen zu meinem neuen Rap-Video. Ihr wisst, jetzt werden wieder ein paar Leute gedisst. Dann wird jetzt einfach auf dem Boden trainiert. Hoch und klatschen. Genau. Okay. 19. Nice. Ich habe leider Bauch und Hüfte und so weiter trainiere ich sehr, sehr selten. Dabei ist das einer der wichtigsten Muskeln. 4, 5, 15, komm! 16! Ey, Bruder! Man spürt das schon extrem. Das ist schon so viel, wie wir schaffen. 2, 3. Assalamu alaikum, Sheikh Ibrahim. Eine kurze Nasiha für die Zuschauer. Unterschätzt den Koran nicht. Unterschätzt den Koran nicht. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann seine Zukunft nicht aufbauen. Stark. Hört anstatt Musik seinen Nasheed. Alhamdulillah. Verfolge deinen Traum und gib ihm was auf. Eine Nasiha kurz und knackig. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Gelehrter ist und macht so viel Gutes, seine Belohnung ist unbeschreiblich. Aber einer, der kein Wissen hat, so sagt er, wenn ich so viel Wissen hätte wie dieser ein Sheikh, dann hätte ich dies und jenes getan. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so ist er mit seiner Absicht, so sind die in der Belohnung gleich. Und der eine reiche Mann, der so viel Gutes tut, der ist unbeschreiblich. Aber der andere ist ein Armer. Er sagt, wenn ich so viel Geld hätte wie der eine, dann hätte ich dies und jenes gemacht. So ist er mit seiner Absicht, so sind wir in der Belohnung gleich. So sei ein Reicher oder auf dem Weg dorthin, oder ein Gelehrter oder auf dem Weg dorthin, und dann sind wir alle gleich gewesen. Nicht die, die zuerst loslaufen, gewinnen das Rennen, sondern die, die zuerst durchs Ziel laufen. Das heißt, wenn du bis heute noch nicht losgelaufen bist, kein Problem, die haben Vorsprung, fangen an zu laufen und inshallah, inshallah, wirst du vorher als sie ins Ziel ankommen. Ja Leute, was habe ich mitgenommen von dieser Konferenz? Zu viel kann ich gar nicht zusammenfassen, ohne dass dieser Vlog viel zu lang wird. Einige denken, hier geht es die ganze Zeit nur um Business. Darum geht es gar nicht. Das ist ein Aspekt. Und selbst dann, ja, selbst wenn es ums Geld machen gehen würde, wer sind die Leute, die Moscheen bauen? Wer sind die Leute, die am meisten spenden? Wer sind die Leute, die Firmen gründen und dann Angestellte wie dich und mich und so weiter reinnehmen? Das sind diejenigen, die sich ins Zeug gelegt haben und dabei keine Kompromisse in ihrem Glauben eingegangen sind. Wissen, Geschäft, alles Mögliche, so wie es in Rasulullah sallallahu alaihi wasallams Leben der Fall war. So wie man es bei den Sahaba sehen kann. So wie man es in den Geschichten von den Rechtschaffenen sehen kann. Leute, kommt nächstes Jahr auf diese Konferenz. Lernt tolle Leute kennen. Es wird inshallah sehr nützlich werden. Ihr werdet euren Horizont weiten. Ihr werdet euren Iman stärken. Ihr werdet einen Boost bekommen, der ist unvergleichlich. Und jetzt sage ich Salam alaikum. Das Paradies, dies. Lebte schon immer in Parallelwelten zu Hause den und draußen voll Fitner. Heute blicke ich lächeln zurück auf die Zeiten und nenne Allah meinen einzigen Richter. Früher gezögert und Scheine gezählt, als ob Sadaqa meinen Besitz vermindert. Doch heute, da gebe ich alles, was geht, um mir einen Palast in Jannah zu sichern. Ich warte auf den Tag, wo ich sehe, dass diese Menschen mein Glauben verstehen. Denn es ist nichts anderes als eine Wahrheit vom Schöpfer der Welten. Denn ich Salamu alaikum. Der Ehrenmann hat mich abgeholt. Das sind die wahren Ehrenmänner. Joad, eine Nasiha für die Leute. Gar keine Nasiha, du fragst sie falsch. Das ist auch eine Nasiha. Zu sagen, ich weiß es nicht, ist sehr lobenswert. Jetzt fahren wir nach Hause, nach Hamburg, inshallah. Und natürlich hatte die Bahn Verspätung. Keine 10 Minuten, keine 20 Minuten, keine 30 Minuten, keine 70 Minuten, sondern 90 Minuten Verspätung. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich die halbe Reise mit meinem Handy gefilmt habe?
Das heißt, die ganzen Dateien sind auf dem Handy und nicht auf dieser Karte hier. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.